Es sieht sehr eng aus für Selena, die Ärmste, aber sie hat es sich so selber ausgesucht, Freunde. Willkommen zurück zu Fire Emblem, guckt euch das an. Wir sind eindeutig überlegen und das Einzige, was ich jetzt noch achten möchte, worauf ich achten möchte, ist von dem Typen etwas Geld zu klauen. Genau, seltener Edelstein im Wert von 2500 Gold, den will ich haben. So, dafür werde ich dann Ephraim vorschicken, damit er sich angreifen lässt. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen was freiräumen. Moment mal. Wen nehme ich denn da? Ach ja, halt. Hier muss ich ja aufpassen, dass der nicht hier uns zuvorkommt. Vanessa, sei cool und greif den Typen an mit deiner Stalanze. Oder warte mal, was war der nochmal für einer? Zabando. Effektiv gegen Kavaliere. Habe ich nicht irgendwie einen Fernkämpfer oder so? Hey, Moment, ich habe die Idee. Erstmal mit Eisenlanze schön zerschlitzen. So. Wutz. Und dann spiele ich einfach den Song und nehme sie wieder weg von dem Ort. Weil sonst halt Dicke ankommen würde. Ah, Zabando erhalten. Geil dann. Oh yeah, geile Sache. Wing. Ah, wunderbar. Einfach nur geil. So, noch einmal, dann hat sie auch ihr Level up. Sehr schön. So, der kann doch ja nicht so weit. Oh. Der kann ja doch. Der kann ja übelst weit schießen. Der oder Arsch. Na gut, dann retten wir die Kleine einfach und du fliegst jetzt hier hin und haust den Dicken nicht ganz um, aber doch schon mal. Was? Einfach schwächen, ja. Oh, Alter, 5 Schaden. Stich. Und ja, danke Leute, ihr habt mir nochmal Stich erklärt. Stich umgeht einfach die Verteidigung des Gegners. Danke für die Information, sehr geil. Okay. So, der Typ kann jetzt nirgendwo hin. Ja, außer hier halt hin. Na gut, na dann, gucken wir mal. Halt. Okay, gut. Deswegen muss der hier aus dem Weg geräumt werden. Ach, der hat ein Schwert. Warum hat der ein Schwert, Mann? Dieser Affe. Na gut, dann macht sie das halt mit Stahlbogen. Oh, also geil. Bums. Zack. Okay, dann kann Ephraim in den Wald. Ist noch ein bisschen besser geschützt gegen diesen Dicken. Gegen den Starken. Alter, Mann, der ist so dick. So, dann kommt, glaube ich, der Schamane. Obwohl, wenn er bisher nicht kam, warum sollte er jetzt kommen? So, okay, Ephraim, yeah. So, dann hier kann ich den Dieben schon mal hinstellen. Der wird gleich klauen, wie ein Rabe. So, und du, schon mit deiner Silberaxt. Ja. Okay, halt einfach tot. Sehr gut. So, was als nächstes? Den Baum würde ich auch gerne kaputt machen, aber das geht noch gar nicht. Kurzspeer will ich auch nicht dafür verschwenden. Aber ein Langspeer. Diddly-di. Oh, das ist gleich kaputt. Ne, der kommt ja alleine ran, der Dicke. Das wollen wir nicht. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich guck schnell mal nach, wer einen Heal hier braucht. Und dann ist Mulder bald Level 20. Swing, swing. Na komm schon, Mulder. Du bist jetzt, warte mal, du bist jetzt Level 18 gerade mal? Echt? Oder was? Ja, toll. Ah. Na gut, so die anderen, wie Joshua, stellen sich schon mal alle hier hin und werden gleich da durchstürmen. Da, wo es eh nicht mehr viel bringt. Aber naja. So. Es hat geklappt. Alter, wie geil der Typ aussieht, ey. So. Jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Finanzen. Stehlen. Gib mal her den Scheiß hier. Das gibt satt Asche. So, wer ist denn hier kurz vor einem Level ab? Wer kann denn den Dicken mal platt machen? Hm. Sie wäre eigentlich ganz cool, aber sie wird nicht mehr so weit kommen. Da. Absetzen. So, fliegen wir einfach mal hier rüber und killen denn so einen Schaman hier. Hauptsache, die Alte kann da nicht angreifen. Wow, was? 070. Er hat keine Chance. Auch wenn es Luna ist. Sorry, Mann. Yeah! Level up. Kling, kling, kling. So, wir sind jetzt Mission 13, ne? Wartet mal. Ja, Mission. Nee, Spieler 13. Kapitel 13, gut. Ach, Mulder. Ah, gut. Hehehe. Dann kann der auch noch mal immer Pflege raufhauen. Swing. Sehr schön. So, der braucht nicht mehr lange. Gut, wer killt denn jetzt den Dicken da? Schafft ihr überhaupt irgendeiner von euch? Keine Ahnung, was fragst du uns? Dann stell ich mal in den Wald. Obwohl halt. Okay, dann soll ich zumal. Ach, geht da gar nicht.
Dann macht sie mal... Ach, geht der auch nicht. Nur weil er über Wasser laufen kann, kann er hier hin. Ach. Hm, was tun, was tun. Okay, bitte, Joshua oder der Drachentypi, guck du mal nach, was du so drauf hast. Mit Kurzspeer würde er ihn locker wegbashen. Alles klar. Na dann, Arthur. Sorry, ich hab dich gerade Mulder genannt. Knacks. Brücke ist offen. Jetzt Party Time. Wie stark die alle sind. So, ich weiß, ich weiß. Für euch sind die mitunter viel zu stark. Aber was soll ich denn machen, Mann? So, Kotspiel wird nicht verschwinden. Du stellst dich mal hier in den Wald. Warten. So, und dann Stahlbogen. Ist das geil, Alter. Bam. Wow, 080. Ein Punkt mehr als dieser komische Schamane mit seinem Luna, aber kein Punkt mehr auf der Skala von Naimis Trefferquote. Zowing, yeah. Leute, wisst ihr, warum ich glaube, dass sie so stark sind? Ja, ich, natürlich, weil ich im Turm gelevelt habe, aber... Ich meine, guck mal, sie ist ja jetzt Level... Eine entwickelte Einheit Level 11, ja? Und er ist gerade bei Level 3. Und trotzdem... Guckt euch das an! Alter, die ist weg, die Alte! Das liegt aber daran, weil ich halt bis Level 20 wirklich durchtrainiert habe. Und nicht erst schon, man kann ja ab Level 10 weiterentwickeln. Müsst ihr euch aber, ist ja klar. Und wenn ich dann einfach sage, nö, erst ab Level 20 entwickle ich weiter, dann sind die natürlich trotz alledem schon mega im Vorteil. So. Gut, jetzt ganz sachlich an die Sache rangehen. Ephraim soll versuchen, mit ihr zu quatschen. So, wer tötet ihn jetzt? Hier siehst du kurz vom Level ab. Probier's mal aus, Kleine. Ach nee, dann wird die angegriffen. Kann der Dicke? So ein... Ah, cool, der Dicke kann eine andere Dicke retten. Ist das geil, Mann, boah. Halt, geht ein bisschen besser? Ey, komm, musst du... Na gut, Silberlanze. Und was? Danke, Mann. Ja, jetzt hat Amelia wirklich eine tiefe Stimme. Keine Ahnung, warum. Aber sie hat's auf jeden Fall. So. Ich kann nicht mit ihr quatschen? Warum denn nicht? Retten. So. Ich will aber gerne mal mit ihr reden. Wenigstens so tun, als ob. Weil die macht ja anscheinend nichts. Macht die wirklich nichts? Die darf doch nicht wahr sein. Los. Töte mich. Du hast so viel KP. Deine Resistenz ist ein bisschen lame. Na verdammt. Soll ich jetzt ihn mal einfach locken? Ich probier's mal. Sie wird ihn schon kaum töten können, oder? So. Ah. Ah. Sehr schön. Seid ihr Selena? Das bin ich in der Tat. Und ihr seid Prinz Ephraim. Ich weiß, dass ihr zu Myr gesprochen habt. Ruft eure Truppen zurück. Ihr müsst doch wissen, dass der Imperator nicht mehr klar denken kann. Ja, das weiß ich. Warum dann? Warum kämpfen wir dann noch immer? Ich bin ein General des Imperiums. Das Wort seiner Majestät ist für mich Gesetz. Es ist doch lächerlich. Ihr wisst, dass der Imperator in den Wahnsinn verfallen ist. Und dennoch befolgt er seine Befehle? Nennt ihr das noch Loyalität? Prinz Ephraim, das könnt ihr nicht verstehen. Ich weiß, dass der Weg, dem ich folge, ein närrischer ist. Doch bin ich ein Ritter und vermag es nicht, nur noch nach noch einem anderen einzuschlagen. Einen anderen Weg. Selena, ich bitte euch. Ergebt euch. Ich hege nicht den Wunsch, euch hier sterben zu sehen. Sterben? Ich? Prinz Ephraim. Ihr habt mich gänzlich missverstanden. Ich habe nicht die Absicht zu sterben. Es mag Wahnsinn sein, doch heute werde ich es sein, die Leben nehmen wird. Okay. Leute, wir haben es versucht. Wir haben es versucht, aber guckt es euch an. Die hat einfach keinen Bock. Kurzbogen, Mann. Ja, haut rein. Das ist krass, ey. Ja, guck mal, sie sagt, wenn man so will, ist die ja Level 22 und sie müsste ja... Ja, okay, sie ist ja Level, mindestens Level 21, wenn sie sich auf Level 10 entwickelt hat. Und trotzdem irgendwie total schwach. Und Leute, nicht immer, ihr dürft auch nicht vergessen, dass Fire Emblem the Sacred Stones allgemein ein sehr einfaches Fire Emblem ist. Das noch dazu. So, okay, also jetzt genug geredet hier. Achso. Level up für die Kleine. Bevor wir Selena schlachten, oh Mann, wer hätte das nur gedacht, dudeli. Zack, oh yeah. Tethys ist auch eine super geile Einheit, ey. Aber noch so schwach und die braucht so viel Training und kann nichts anderes außer tanzen. Immer 10 Tänze, um sie aufzuleveln. Oh cool, ich kann nochmal heilen, aber warte mal, wo ist Mulder? Wo ist Mulder? Der muss doch cool sein, dudeli da. So, ob Selena jetzt wirklich Ephraim angreift? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Weil, naja, sie hat gesagt, ich soll sie umbringen. Na gut, dann bring ich sie auch um. So, wie sieht denn das hier aus? Alter, wie wenig die abzieht. Wie übel, wie ich einfach nur reinhau.
Aber Ephraim soll sie nicht töten, der wäre Erfahrungspunkte Verschwendung. Yeah. So, was ist mit ihr? Ach nee, die ist ja. Ach, die hat Energiering, sehr schön. So, wer kriegt den jetzt hier? Wen soll ich denn jetzt hier töten lassen? Ach, es ist sowieso egal. Es ist mir scheißegal. Flieg erstmal zurück und sie greift an. Kurzbogen. Oh yeah. Zack. Wow. Wow, wow, wow. Oh, Volltreffer und zack. Da, 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 da. So, und Gnadenstoß. Den macht Cormac. 85% ist mir zu wenig. Mit Quit Chance viel geiler. So. Bam. Gut. Tut mir leid, Selena. Ich bin so müde. Nun werde ich, auch ich, es tut uns so leid, Mann, aber was hätte man machen sollen? Sie wollte nicht. Ich glaube, so war ihr Tod dann doch so, wie sie ihn gewollt hat. Tut mir leid, Mann. Wir haben es versucht. Dame Selena. General Selena besaß einen höchst seltsamen Stein. Mir ist dies etwa der Drachenstein, den du verloren hast? Ja, das ist er. Doch die Art und Weise, in der ich ihn wiedergefunden habe, macht mich traurig. Mein Drachenstein ist wieder aufgetaucht und trotzdem, mein Herz ist schwer vor Reue. Ach, Mirr. Ephraim, könnt ihr mir sagen, warum dies geschehen musste? Dame Selena war ein guter Mensch. Sie schien von Freude erfüllt zu sein, als sie ihn vom Imperator erzählte. Warum musste Dame Selena sterben? Warum mussten wir die Waffen gegen sie erheben? Es tut mir leid. Hätte ich sie davon überzeugen können, die Waffen zu senken, so hätte ich es mit Sicherheit getan. Aber es war einfach nicht möglich. Mir blieb keine Wahl, sie musste sterben. Ich weiß, dass du mir da nicht zustimmst, aber du musst wissen, dass ich meine Gründe dafür hatte. Ich entschuldige mich. Ephraim, ich will euch nicht die Schuld geben. Es ist nur so, dass ich um sie trauere. Ich habe mich aus dem Wald gewagt, um die dunkle Energie zu jagen. Ich dachte, ich könnte vielleicht ihre böse Macht brechen. Ist denn euer Bestreben so anders als das von Selena? Wie viele gute Menschen müssen neben dem Bösen noch ihr Leben lassen? Oh, Mir. Was können wir tun, dies alles zu beenden, ohne dass noch mehr gute Menschen sterben müssen? Ich habe keine Antwort für dich. Aber ich werde weiter auf die Hauptstadt zureiten. Vielleicht finde ich dort welche. Ich werde die Wahrheit hinter all diesem Wahnsinn erfahren. Ach, Leute. Oh, Mann. Das letzte Kapitel mit Ephraims Route und Ephraims Leuten. So. Oh. Oh, jetzt geht's ab, Alter. Ein riesiges Schloss. Leute, eklige Monster. So, Training haben wir nicht mehr nötig. Aber ich werde mal kurz die Items checken. Weil ich eventuell was kaufen möchte. Molder, hast du? Wir haben doch so einen Stabbarriere, ne? Da, da, da. Nee, wo ist denn der? Oder der hat den gar nicht gekauft. Den habe ich gar nicht gekauft. Oh, Mann, ey. So, dann haben wir hier einen Leitstern. Den kann ich Molder schon einfach mal geben. Ja, Molder soll den erstmal bekommen. So, Naimi, du kannst ja mal das hier abgeben. Nimmst dir keinen Stahlbogen. Wir haben keinen. Na gut, dann bleibst du erstmal bei dem anderen Dings da. Da, da. So, du gehst mal zum Verkaufen. Überflüssige Items verkaufen. So. Yeah, geil. Okay, dann hat er noch seinen Schnitter. Das ist auch gut. So, das Zabanto können wir ablegen. Dann hat sie ihre Lanzen. Aber ist auch bald alle kaputt. Toll. So, Stahllanze mitgenommen. Cormac hat noch seine Lanzen, aber nicht mehr so viele. Dum, 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 dum. So, der hat noch genug Waffen. Da, 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 da. Gilliam auch. Aber ich will Gilliam mal ein Schwert geben. Ihr sollt ja mal sehen, wie geil das ist. Aber ich habe keine Schwerter, oder? Keine Eisenschwerter jedenfalls. Nö! Na, dann kaufen wir halt welche. So, warte mal, hier war so ein Gemischtwarenhändler. Sieht man an dem Zeichen. Und hier ist ein Händler. Schnell Händler! Yeah! So. Arsenal betreten. Mit Gilliam holt man ein Eisenschwert einfach so. Na, was willst du denn mal? Ein Eisenschwert? Boah. Okay, nochmal. Nö. Dann noch für die Kleine hier. Boah, Eisenschwert, Mann. Okay. Na, danke, Mann. So, Kolben. Hat sie dem seinen Schnitter, oder? Geh mit denen auch noch... Ah, nee, der braucht kein Eisenschwert. Habe ich hier noch andere Schwerter, die er schon nehmen kann? Sie ist voll ausgerüstet mit Lanzen, du aber noch nicht. Was willst du denn haben, Mann? Was willst du denn? Ich nehme mal einen Langspeer. Okay, noch irgendwas? Nee, na denn noch eine Eisenlanze? Okay. Da, den muss man wieder einkaufen. So, ansonsten ist ja soweit alles cool. Du kriegst aber auch noch mal eine Eisenaxt, falls du hier eine Eisenaxt hattest. Nee, eine Stahlaxt kriegst du genau. Stahlaxt und hat er noch einen Wurfbeil? Nee, er hat keinen Wurfbeil mehr, also kriegt er auch noch einen Wurfbeil. Ach, kaufen. So, noch irgendwas? Nö. Tschüss, Mann. Okay. Dann wieder zurück. Also, ich geh doch mal hin in den Laden gucken. Bei Taisel. Ui, 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 ui.
So, und den Laden betreten mit Mulder. Oh, hallo, na? Pflege ist verdammt teuer, aber ich nehme mal Pflege mit. So. Das klar, noch irgendwas? Nee, dann tschüss. So, Arthur, wie sieht's aus? Du hast noch Blitz und sowas alles. Ach, du hast Barriere, du alter Stinky. Na gut, okay. Ich glaube aber, das war's dann erstmal. Das ist ganz gut soweit. Allen geht's cool, alle sind super drauf. Dann nochmal schnell Items verwalten. Paar Sachen ablegen und ins Lager packen. Wie den Draco-Speer. So, dann war noch hier irgendwas. Hier hat ja noch irgendeiner irgendwas, was ihm nicht gehört. Eva, du kannst auch mal deins hier ins Lager packen. Dann kannst du nachher wieder gerne haben. Aber jetzt erstmal nicht. So, sie hat ein Eisenschwert nur. Daher, die Beine müssen immer wieder weiter leveln, ey. Weiter trainieren. Aber ich glaube, die sind inzwischen so gut wie ersetzt worden. Mist. So, dann tausch das mal mit Mulder, weil der braucht die Erfahrungspunkte dringender als du. Hier kriegst du so eine Heilung. Okay. So, gut. Naimi. Ach nee, das reicht nur der Kurzbogen. Ich weiß, der Kurzbogen ist eigentlich eine gute Waffe, aber... Naja, was soll's? Was soll's, Mann? Was soll's noch irgendwas hier? Nee, das hatte keiner mehr irgendwas. Nö. Achso, oh! Stimmt ja, euch beide Typen, ich hab beinahe vergessen. Abgeben. So, die dancende Frau hier, der gebe ich nur die Göttin ab. So, dann gucken wir doch mal, wem ich jetzt die ganzen Status-Items gebe. So, Mulder, du hast extrem beschissene Verteidigung und kaum Glück. So, du bist viel zu krass, Mann. Obwohl ich dir vielleicht die Resistenz geben würde. Die reicht auch super aus. Die könnte ein bisschen Stärke vertragen. Sie wird noch stark genug, würde ich mal schätzen. Obwohl sie eigentlich auch. Wer braucht jetzt hier sowas wie Stärke? Ich guck mal ganz schnell. Oh, auf jeden Fall. Ah, sie vielleicht. Okay, dann gebe ich mal ihr diesen Energiering. So, Fons. Nehmen Energiering. So, verwenden. Zack. Oh je, yeah. So, Stärke 15. So, dann haben wir jetzt noch Verteidigung, okay? So, gehen wir alle mal durch. Wer hat denn hier Verteidigung ganz wenig? Mulder, ja, ist okay. Ich glaube, ich gebe das Naimi. Oder Colm, nee, Colm weicht sowieso super aus. Ja, okay, ich gebe das Naimi. Wo ist die kleine Dofons? Und nehm dir das Draco-Schild. Verwenden, yeah. Swoop. 9 Verteidigung. So, dann haben wir jetzt noch was für Resistenz. Wen kriegt das? Da will ich eigentlich gerne ihm gehen. Ich meine, er ist unser Hauptlord. Und er hat, glaube ich, auch am wenigsten. Er hat verdammt wenig. Alter, der hat echt... Okay, ja. Ross eigentlich auch, aber... Nee. Ich gebe das Ephraim. Ephraim bekommt den Talisman von mir. So. So, jetzt haben wir noch... Was hatten wir jetzt noch? Eine Göttin. Wer braucht denn hier Glück? Na, du auf keinen Fall. Ja, Alter, er braucht richtig viel Glück. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil jetzt sind um 2 Punkte Hochstufe. Ich gebe es... Gilliam? Nee, der ist sowieso, der braucht kein Glück. Ich gebe es mal Arthur. Arthur gebe ich mal Glück. So, sehr schön, wir sind auf 10 hoch. So, dann haben wir jetzt noch ein Fähigkeitenbuch. Dann könnte ich Ephraim voll machen, aber nö. So, erstmal durchswitchen, okay. Ah, das gebe ich dann, glaube ich, ihm. Ich gebe das mal ihm. Dann nenne ich ihm. Ihm. So, ich weiß, ja, eigentlich auch unnötig, aber... Oder was? Ah, ich weiß nicht. Was ist denn mit dir? Nee, du hast auch so viel... Die haben ja eigentlich alle sau viel Fähigkeiten. Sau viel Fähigkeiten. Ist extrem hoch bei allen. Er hat nur 10. Ja, und Colm will ich es jetzt nicht geben. Doch, ich gebe es. Hier dem armen Was. Das verwalten, sorry. Oh Mann, immer wieder Tasten verdrückt, Mann. So, und verwenden. Zack, zack. Geil. So, dann gebe ich Marissa schon mal die Heldenzierde. Aber natürlich, dass sie auch erst auf Level 20 sich weiterentwickeln. So, jetzt sind wir fertig. So, okay, Leute. Dann ist ja der Part jetzt vorbei. Oh. So, gehe ich mal schnell hier hin. Guck mich kurz um, freue mich total. Leute, die letzte Mission. Die zeige ich euch noch, dann legen wir los. Mirk kehrt sicher an Ephraims Seite zurück. Das ist gut. Eine noble Kriegerin bis an ihr Ende kämpfte Selena unangefochten ehrenvoll. Für keinen Moment missbrauchte sie Mirk als ihre Geisel. Und was macht denn Alter noch trauriger? Ephraim erneuert seinen Eid, den Schleier des Mysteriums zu zerreißen, der das Imperium von Grado umgibt.
Dum 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 dum, voll entschlossen. Selena ist ein weiterer Name auf der Liste der unschuldigen Opfer, die Grado zu verantworten hat. Das Zentrum des Imperiums von Grado. Eigentlich hätte Imperator Wingarde hier sein müssen, aber... Was aber? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich hab Angst! Kapitel 14. Vater und Sohn. Oh mein Gott. Grados Hauptstadt. Ihr Erscheinungsbild hat sich seit meinem letzten Besuch nicht verändert. Iwika und ich kamen vor langer Zeit mit unserem Vater hierher. Duonel unterwies mich in der Kunst der Lanze und zusammen mit Luyan studierte ich Geschichte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich zurückkehren würde, um hier eine Schlacht zu führen. Tja, jetzt kommt wieder Backtracking Memories. 2 Jahre zuvor. Und so setzte der Held Grado und seine Gefährten die 5 Heiligensteine ein, um den bösen Dämonenkönig zu versiegeln. Seine verwünschte Seele ist seitdem in Stein von Grado eingesperrt. Der Stein von Grado wird seit jenher von jederzeit das Fire Emblem genannt. Da fiel zum ersten Mal der Name wieder. Bis zum heutigen Tag wird er als Nationalschatz des Imperiums verehrt. Ach, das gute alte Fire Emblem ist doch wieder ein Nationalschatz. Aber Leute, bis hierher und dann im nächsten Part die vielleicht finale Mission. Ich meine, wir sind jetzt in Grado. Mal gucken, was wir so weit klären können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.